So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Heidi Bram und wir sind gerade in Leverkusen. Ich bin das erste Mal hier, werde heute das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt filmen. Das wird ein Stadion-Vlog und lasst mir, ich bin mal aktiver und so. Und ja, Mann. Also Bayer Leverkusen befindet sich auf dem ersten Platz in der Bundesliga und bei Eintracht Frankfurt schaut auch gut aus. Also die haben das letzte Spiel gegen den FC Bayern auf 5-1 gewonnen. Und die befinden sich aber, glaube ich, auf dem 6. oder 7. Platz. Und ja, man wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich hoffe, ich bin nicht umsonst hierher gekommen. Wir gehen jetzt langsam zum Stadion und mal schauen, also wie ich jetzt da hinkomme. Und muss jetzt auf den Bus warten leider. Der kommt erst in 10 Minuten oder so. Bin noch etwas spät dran. Also das Spiel fängt um halb an und wir haben jetzt noch 20 Minuten los. Also das ist nicht wie beim Galaspiel, wo ich jetzt knapp 2 Stunden vorher da war, sondern das ist ganz anders. Und ja, man. Ich bin auch zum ersten Mal, wie gesagt, hier, ne? Also eine Fan von das ist mein Freund Leverkusen. Er hat mir gesagt, dass man auch, wenn ich geradeaus gehen kann, also von der Zeitstelle aus, also immer nur geradeaus, so 3 Haltestellen, 4 Haltestellen, 50 Minuten sich Sport machen und so. Ja, wir sind vorbereitet, Wintervorbereitet. Und ja, ist nicht schlimm, also mach gerne Sport. Und, so, ja. Ich bin jetzt der Chef und jetzt schon die ganzen Fans und so, die da hinlaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Weg so einfach ist. Gucken wir ganz schnell dahin, aber geradeaus. So, da sieht man schon das Stadion. Bayer Arena. So Leute, damit ich kurz vorbereitet bin, habe ich hier noch einen Schal geholt, zum Spiel, gegen Frankfurt. So Leute, wir sind jetzt im Stadion, endlich, also geht hoch. Fenster daneben und gestellt. Schöner Pass. Keine Chance, vor die Base! Vor die Base! Ja! Jawoll! 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 Genau so muss das, vor die Base! Thank you.
Komm, Jungsmann! Komm! Gerade! Also Leute, man muss ehrlich sagen, dass die Eintracht-Fans hier unten echt krasse Stimmung machen. Ich hatte mal gehört, dass die sehr laut Fans haben. Gerade die Fans haben, also so laut hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also Merchandise, den kleinen Block da unten. Also mal Respekt dafür. Ne? Also. Robert, kein Ball. Schon? Ah, da geht aber keiner hin, ja. Willst du schon? Hoffmann! Geht! Schade! Bam. Ich glaube, es soll schnell viel passieren jetzt. Ja. Halbzeit. Mehr erwartet. Mehr schön erwartet. Mehr von, ja, von Witz erwartet. Oder von, ja, von Mario Götze bei Frankfurt. War heute auch nicht so auffällig. Alleine gemacht, nur da reingegangen vielleicht.
Bodybuild! Ja! Komm, Junge! Komm! Ja! Oh, ja! Komm, Mann! Sehr schöner Treffer von Florian Witt! Hammer, Junge, genau so! Also ehrlich, Hand auf Herz jetzt, Eintracht Frankfurt halt nicht mal 10% von das, was sie gegen Bayern gesagt haben. Was ist das, ja? Wir haben eine halbe Stunde noch zu spielen. Mal schauen, was noch wird. Was noch kommt. Bis jetzt dominiert Leverkusen ganz klar und deutlich. Ah, Witz! Nein! Wenn ihr mit dem Abseits, jetzt könnt ihr den Ball. Boni! 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 Ah! Bruder, du hast viel zu lange überlegt, ja? Hast ja Knauf. Mach er ey. Komm unter Junge. Mach er so. Also Leute, Frankfurt-Fest, ne? Tut mir irgendwie voll leid, ja. Die machen so viel Stimmung. Die machen die ganze Stimmung, aber die liegen einfach rein und zurück, ja. Tut mir leid, ehrlich, also. Schade. Hätte wenigstens ein, zwei Tore gemacht heute. Okay, der traut sich, der traut sich, der traut sich. Okay, er sieht durch. Oh. Bruder, Bruder. Mann, oh Mann. Hoffmann geht raus. Und? Oh, Leute, noch die letzte Minute. Bayer Leverkusen ist klar dominant heute. Schieß! Und? Ah. Jetzt die Gegenheit, kurz zu dem Fanshop von Bayer Leverkusen, was es hier für Trikots gibt. Ein Trikot ist das hier. Ja, da brauche ich nicht. Aber nicht ein bisschen. So Leute, das war es jetzt mit dem Video. Ja, wie ihr schon gesehen habt, hat Leverkusen klar und deutlich 3-0 gewonnen. Und von Eintracht hat man heute gar nichts gesehen. Nicht mal 10%, was die gegen Bayern gezeigt haben. Leider, also schade. War's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ein Abo, falls ihr es nicht gemacht habt. Ne? Und kommentiert auch in den Algorithmus. Ne? Ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.